Hallo, mein Name ist Max Minge, ich bin Bestattungsfachkraft im Bestattungshaus Minge und freue mich heute, unsere neue technische Errungenschaft euch erklären zu können, euch eine Anleitung zu bieten, eine Möglichkeit zu bieten, auch bei Trauerfeiern dabei zu sein. Generell ist es für uns eine sehr große Sache, denn ja, die Investition und allem drum und dran war für uns ein großes Risiko, doch die Freude oder auch vielleicht den guten Zuspruch, den wir erfahren, dadurch, dass viele Kunden das einfach befürworten und auch annehmen, das ist schon eine sehr große Wohltat. Aber ich möchte nicht weiter drum herum reden und euch viel lieber erklären, was ihr zu beachten habt. Und das geht natürlich anhand meines Computerbildschirmes, wo wir auch jetzt gleich rüberrutschen werden. Vorab noch, es ist egal, ob ihr ein Tablet, Handy oder Computer nutzt. Generell besteht für euch immer die Möglichkeit, dabei zu sein. Voraussetzung natürlich, dass ihr Google auf dem Tablet oder Handy besitzt, vielleicht auch YouTube als App drauf habt. Wenn nicht, geht es auch online oder auf dem Computer zumindest einen Webbrowser benutzt oder auch verwenden könnt. Davon gehe ich aber ganz stark aus. So, da sind wir auch schon, um euch heute einfach zu zeigen, wie einfach es doch ist, eine Trauerfeier live zu verfolgen und auch mit dabei zu sein, dass es nicht komplex ist und vor allem ihr auch kein großes technisches Verständnis aufweisen müsst, damit ihr zum Ergebnis kommt, zu dem ihr auch kommen möchtet. Und zwar jemanden zu begleiten auf dem letzten Weg und wenn es auch nur digital ist. Das sind drei wesentliche Schritte, die ihr zu beachten habt heute, die auch sehr wesentlich und auch als Grundvoraussetzung dienen. Ich zeige euch heute von Anfang bis zum Ende, welche Schritte ihr machen müsst, damit ihr auch zum Ergebnis kommt. Gleichzeitig ist dabei zu beachten oder eigentlich auch nicht zu beachten, dass wenn ihr Tablets und Handys nehmt, die Schritte dieselben sind, es nur halt anders sein kann, dass ihr natürlich nur andere Umstände und andere Gegebenheiten habt. Als erstes öffnen wir den Webbrowser. In meinem Fall ist es Safari. Bei euch kann es Google Chrome sein oder Firefox. Vielleicht auch auf dem Tablet oder Handy den Google-Button. Und dann sucht ihr erstmal unsere Internetseite. Das wäre dann www. Jetzt wird schon angezeigt, Bestattungshaus Minge. Ich gebe jetzt für euch einmal .de ein, weil .com angezeigt worden ist. Wenn ich jetzt nochmal wegmache, habt ihr jetzt .com. Wir machen aber einmal .de. Jetzt haben wir es doppelt. Und ihr kommt trotzdem auf unsere Internetseite. Ich mache auch hier mal ein Vollbild, damit ihr das einmal komplett sehen könnt. Jetzt wird unsere Internetseite angezeigt, die aber heute keine große Relevanz hat, sondern der nächste Schritt, der zweite große Schritt, wäre einmal auf Live zu gehen, um dort nochmal zu gucken, wo denn die Trauerfeier überhaupt ist. Und auch hier habt ihr nochmal die Schritte, die euch erklären ab der Internetseite, was ihr zu tun habt. Jetzt könnt ihr natürlich runterscrollen und gucken, wen ihr jetzt so gesehen auch begleiten möchtet auf den letzten Weg. Trauerfeier Max Mustermann haben wir jetzt als Beispiel einmal eingetippt. Ihr könnt auf der linken Seite zum Beispiel, wenn ihr sowas auch beauftragt, das individuell gestalten. Ihr könnt auch Wünsche äußern, das ist kein Problem, das ist für uns auch alles umsetzbar. Rechts ist meist ein Foto von denjenigen, den ihr auch begleiten möchtet. Auch hier ist nur ein Beispielfoto. Also macht ihr den letzten Schritt und wichtigen, einmal die Live-Übertragung starten, anklicken und ihr werdet automatisch auf YouTube weitergeleitet, unser Streaming-Dienst. Und ihr seht einmal, dass die Trauerfeier Max Mustermann hier so gesehen live geschaltet werden soll. Aktuell warten wir es darauf. Wir haben jetzt ein Datum angegeben, was schon Vergangenheit ist. Das heißt, 29. Januar 2021 um 15.15 Uhr war es geplant. Wir haben jetzt schon den 1. Februar. Aber es ist nur ein Beispiel. Das heißt, wenn euch das angezeigt wird, kann es immer noch sein, dass ihr noch trotzdem kein Bild seht, außer vielleicht das Hintergrundmotiv, das Thumbnail. Denn ihr müsst immer noch warten, bis wir auch das Play drücken in der Trauerhalle. So lange wird das nicht hochgeladen, so lange habt ihr nicht die Möglichkeit, das Video live zu verfolgen. Auch ist zu beachten, dass das Video nicht gelistet ist. Das heißt, wenn ihr YouTube direkt öffnet, könnt ihr nicht auf dieses Video klicken oder könnt es auch suchen, wie ihr wollt. Ihr werdet es nicht finden, denn dazu braucht ihr speziellen Link und der ist bei uns nur auf der Internetseite auf diesem Button hinterlegt. Das heißt, ihr kommt nur, wenn ihr draufklickt, auf das Video. Ansonsten gibt es keine Möglichkeit für Fremde, diese Trauerfeier zu besuchen, einfach auch um ungebetene Gäste zu vermeiden. Ein kleiner Hinweis für euch am Rande. Es kann immer mal wieder vorkommen, dass die Internetverbindung bei uns in den Kapellen, auf den Dörfern oder auch hier in Burg nicht ausreichend ist. Wir haben mobiles WLAN, also einen mobilen WLAN-Router, der uns begleitet von Trauerhalle zu Trauerhalle, der auch mit Akku funktioniert, um das Signal zu verstärken und nur für diesen Livestream auch gedacht ist. Aber wie gesagt, es kann immer mal vorkommen, dass auch wir einfach die Verbindungsvoraussetzungen nicht erfüllen können.
dass das Video stockt oder auch anhält oder nachladen muss. Für euch als Tipp, ihr könnt einfach auf Pause drücken, ihr lasst es ein, zwei Minuten vorladen und spielt es dann nochmal ab, dann habt ihr es vielleicht flüssig bis zum Schluss. Sollte es natürlich so sein, dass es auch dann nicht geht, habt ihr immer noch die Möglichkeit, später auf der Internetseite unter dem Link das Video wieder aufzurufen und dann in einem Stück durchgehend zu gucken, weil dann hat alles nachgeladen und YouTube hat auch alles erstmal zwischengelagert in dem Format. Generell freue ich mich über jeden von euch, der uns die Chance gibt und dieses Format einfach nutzt. Wenn euch das Video gefallen hat, bitte ich euch, einen Daumen nach oben da zu lassen, vielleicht den Kanal zu abonnieren, denn es werden auch zukünftig Erklärungsvideos folgen und auch Videos, die uns im Alltag einfach zeigen. Da müssen wir gucken, wie es die nächsten Male ausschaut. Ich würde mich auch freuen, wenn ihr Kommentare, vielleicht positive Kritik da lasst und alles weitere. Jetzt gongt die Uhr, wir sind fertig mit diesem Video und ich bedanke mich fürs Einschalten. Bis dahin, tschüss!